Ich finde mich so dermaßen hässlich, dass jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel angucke, ich direkt einen Brechreiz bekomme. Trotzdem kriege ich mein Übergewichtsproblem nicht in den Griff. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein Video hier. Nachdem die erste Folge Minecraft Orbit heute ein bombastischer Erfolg gewesen ist, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, lasst sofort einen Daumen hoch da. Der Link ist in der Beschreibung. Ich befinde mich mal wieder auf... Ich will es überhaupt nicht. Auf testedich.de ist es... Ich habe ja nichts anderes in meinem Leben. Wir machen heute auf testedich.de wieder zwei dermaßen dämliche Tests. Also wirklich sowas Dummes habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, Freunde. Und zwar lassen wir uns heute anhand von Fragen testen, ob wir wirklich hübsch sind. Der erste Test nur für Mädchen, der zweite Test ist scheinbar auch nur für Mädchen. Das heißt, testedich.de sagt generell, dass alle Jungs hässlich sind. Gut, kann ich auf jeden Fall bestätigen, definitiv. Dachte mir, es wäre mal wieder soweit, ein bisschen Zeit zu vergeuden. Genau das tun wir jetzt. Fangen wir an mit Test Nummer 1. Bin ich hübsch? Von Mila Maus. Entwickelt am 15.10.2013. Bis jetzt schon 147.000 Mal gespielt? Was zum Teufel, Mann? Welcher Mensch testet wirklich ernsthaft im Internet, ob er hübsch ist? Wie geht das? Vor allem 147.000 Menschen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass es 147.000 Idioten in Deutschland gibt. Wobei, ich glaube, die Dunkelziffer liegt auch noch deutlich höher. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das Ding hat 2,8 Sterne, ist jetzt nicht so der Hammer, aber ich meine, was auf testedich.de ist schon gut. Und ich würde sagen, erste Frage ist, wie lang sind deine Haare? Schulterlang, über den Hintern, etwas über die Brust. Meine Haare gehen ein Stück weit über die Brust, also halt, wenn ich sie aufmache. Glaubt ihr mir nicht, ist aber wirklich so. Wie alt bist du? 14 bis 17, 18 bis 22, 11 bis 13. Ich bin 23. Ich bin zu alt fürs Internet. Gut, dann sagen wir halt 18 bis 22, das passt schon. Ist auf jeden Fall interessant, am Alter festzustellen, wie hübsch man ist. Man sagt ja, glaube ich, auch, dass 14-Jährige deutlich hübscher sind als 20-Jährige. Ja, yeah. Wenn man pädophil ist dann vielleicht. Wie sehen deine Fingernägel aus? Lang lackiert, gepflegt und sauber, kurz gepflegt und sauber, abgekaut und kurz, aber sauber. Meine Fingernägel sind kurz gepflegt und sauber. Das sind super tolle Fingernägel, die ich habe. 1A Spitzenklasse, wirklich. Wenn ihr wollt, dann mache ich da gerne mal ein Nail-Tutorial drüber, wie ich damit verschiedenen Leuten in der Innenstadt die Augen auskratze. Was für eine Augenfarbe hast du? Grün, braun, blau. Was ist, wenn ich jetzt gelbe Augen habe oder schwarze Augen? Dann kann ich das nicht beantworten. Ja, ich habe blaue Augen. Das ist auf jeden Fall mal wieder hier der Alltagsrassismus, der hier auf testedich.de stattfindet. Wie schminkst du dich? Gar nicht. Das volle Programm. Lidschatten, Eyeliner, Mascara und so weiter. Nur ganz leicht, zum Beispiel Mascara. Ja, im Regelfall schminke ich mich gar nicht, es sei denn, ich mache irgendein dämliches Video, um Klicks zu bekommen. Ich schminke mich gar nicht. Was hast du für eine Figur? Etwas übergewichtig, schlank oder normal? Eher zierlich und klein. Ja, ich würde sagen, ich bin schon ein Stück weit übergewichtig. Ich glaube, meine linke Brust ist auch deutlich größer als meine rechte Brust. Und irgendwie passen mir auch keine BHs mehr. Und sowieso komme ich in meine Leggings von 2008 eh nicht mehr rein. Deshalb würde ich sagen, dass ich schon ein bisschen übergewichtig bin. Oder ich meine, das kann man mir auf jeden Fall ansehen. Mann, ich frage mich gerade jetzt im Moment, frage ich mich gerade schon wieder, warum ich das hier überhaupt mache, weil das Ergebnis eh total irrelevant und scheiße wird. Hast du gefärbte Haare? Ja, nein, nur zum Teil oder getönt. Ja, meine Haare sind nicht gefärbt, Freunde. Und nein, ich habe keine Perücke auf und eine Glatze. Das sind meine echten Haare. Was ist deine Naturfarbe? Die Werbung hier ist kaum penetrant, weg ist sie wieder. Was ist deine Naturfarbe? Rot bis schwarz, blond bis platin, braun bis dunkelblond. Ich würde sagen, Freunde, das ist das erste Mal... Hallo? Ich kann nichts mehr... Ja, das ist toll. Die Werbung ist aufgetaucht, ich kann nichts mehr klicken auf dieser Seite. Absolute Spitzenklasse. Das ist super, das ist der Hammer. So macht das Spaß hier. Das ist... Ich hasse Teste dich. Ich hasse es. Ihr glaubt gar nicht, wie schrecklich das jetzt für mich gerade wieder gewesen ist, diesen kompletten Test nochmal von vorne zu machen. Ich habe direkt so ein testedich.de-Flashback bekommen, als ich diesen Test wieder gesehen habe. Fing direkt an, so mit den Augen zu zucken. So, teste dich. Nein. Gut, meine Haare sind braun bis dunkelblond. Trägst du viel Schmuck? Ja, so viel Schmuck, wie ich tragen kann. Nein, eher nicht. Ja, aber nur Schmuck, der zum Outfit passt. Da ich meistens eh nackt rumlaufe, trage ich eh nur intimen Schmuck und dementsprechend trage ich halt meistens Schmuck, der zum Outfit passt. Zum Beispiel so eine Weihnachtskugel am Nippel oder sowas. Das ist der absolute Oberhammer. Ohne Witz, Leute. 2017 werde ich damit richtig erfolgreich. Wie fandest du den Test? Super, ganz okay, nicht so gut. Natürlich fand ich den Test nicht so gut, weil er halt auf der größten Scheißseite im ganzen Internet ist. Deshalb würde ich sagen, nicht so gut. Auswertung. Bist du hübsch? Zu 40% sind sie eher. Du bist zurückhaltend und machst dir nicht viel aus deinem Aussehen. Vielleicht solltest du ein paar mehr Änderungen vornehmen. Dieses Profil hatten 4% der Quiz-Teilnehmer. Das Test... Also sagt der Test mir, dass ich hässlich bin. Danke. Danke, also mein Selbstwertgefühl, das ist wieder hier. Das ist jetzt hier oben. Ich
Ich fühle mich richtig gut. So, um diesen dämlichen Haufen Scheiße, der sich Test nennt, nochmal zu bestätigen, habe ich noch einen zweiten Test gefunden. Und zwar, bin ich hübsch nur für Mädchen? Der wurde ganze 586.000 Male gespielt. Ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Warum? Dafür kann man natürlich ganz gut auf Minecraft Orbit leben. Link ist in der Beschreibung. Guckt es euch an. Hey, erstmal, findest du dich hübsch? Hässlicher geht's nicht. Absolut richtige Antwort, Freunde. Ich finde mich so dermaßen hässlich, dass jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel angucke, ich direkt einen Brechreiz bekomme. Trotzdem kriege ich mein Übergewichtsproblem nicht in den Griff. Welche Augenfarbe hast du? Welche Augenfarbe sitzt du in echt? Nicht welche du dir wünschst. Ja, wenn da steht, welche Augenfarbe hast du, dann beantwortet man ja auch, welche Augenfarbe man hat oder nicht. Meine Augenfarbe ist blau. Ja. Kontaktlinsen ist übrigens auch eine Augenfarbe. Das ist auch eine Augenfarbe. Also, meine Augenfarbe ist Kontaktlinsen und deine? Ja, ich habe so Sonnenbrille als Augenfarbe. Bist du schlank oder moppelig? Fett. Dünn, schlank. Ich bin mit meiner Figur zufrieden, also ist es egal. Normal, dick. Also, ich bin übertrieben fett. Was soll ich daran ändern? Was soll ich daran ändern? Ich kann ja nicht aufhören, Pizza zu essen. Ich kann einfach nicht aufhören, Pizza zu essen. Ich kann nicht aufhören, Pizza zu essen. Komm auf. Und bevor jetzt jemand fragt, nein, die Pizza ist nicht schon seit 3 Wochen hier, sondern erst seit 2 Tagen. Nein, Spaß, die ist von vorhin. Hast du ein Tattoo oder Piercing? Ja, beides, nein, aber ich hätte gern was. Nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Ja, ein Piercing, ja, ein Tattoo. Nein, aber ich hätte tatsächlich irgendwann gern mal ein Tattoo. Das ist das erste Mal, dass ich hier eine Frage ernsthaft beantworte. Vielleicht lasse ich mir irgendwann Schwanz auf den Kopf tätowieren. Bei 100.000 Daumen. Vergesst es. Wie findest du das Mädchen auf dem Bild? Wunderschön, zum Kotzen, hübsch, normal halt hässlich. Ja, absolut zum Kotzen, die Alte. Gar keinen Bock auf die. Wie soll man anhand solcher Fragen feststellen, wie hübsch man ist? Das ist die reinste Zeitverschwendung hier. So, das war's dann. Was denkst du, was kommt raus? Wunderschön, ich bin die Schönste. Keine Ahnung, mir egal, es kommt auf die inneren Werte. Hässlich, ich bin nicht hübsch. Ich bin hübsch. Auch wenn ihr was anderes sagt. Ich hoffe, ich bin hübsch, sonst weiß ich nicht mehr weiter. Natürlich bin ich hässlich, ich bin nicht hübsch. Und zur Auswertung, Freunde. Zack. Bin ich hübsch nur für Mädchen? Die goldene Mitte, du fällst kaum auf. Hübsch bist du nicht, aber unsichtbar. Mach auf dich aufmerksam. Okay, gut, dann zieh ich jetzt... Warum ist da ein Kerl... Bild von einem Kerl, wenn das Quiz nur für Mädchen ist? Ja, hier auf jeden Fall nochmal freundlichen Dank an testetich.de, die mir jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hat, wie dermaßen hässlich ich bin, wie dermaßen dumm ich bin und wie dermaßen inkompetent ich bin. Leute, bei 100.000 Likes mache ich auf jeden Fall den Test, welcher Bilou-Duschschaum passt zu mir. Da werde ich den noch Probe verkosten im Video und vielleicht auch den einen oder anderen Hund damit einseifen. Ich würde sagen, das war's von diesem Video, Freunde. Das war eine ordentliche Zeitverschwendung für euch, eine ordentliche Zeitverschwendung für mich. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da und schaut Minecraft Orbit, sonst raste ich gleich aus. Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.